3, 2, 1 und wieder sind wir live. Live zum Live-Cooking, montags 19 Uhr. Heute Überraschungs-Cooking, nämlich mit unserer Rosi. Rosi ist Tupperware-Inventar. Rosi ist über 80 Jahre. Rosi ist schon ganz, ganz viele Jahre bei Tupperware. Seit es die Bezirkshandlung in Rostock gab, ist Rosi schon dabei. Und das Tolle ist, sie lässt uns heute an ihrem Erfahrungsschatz teilhaben. Und sie hat sich ausgesucht, mit uns heute die Waffeln zu backen. Und alles Weitere erzählt euch Rosi ganz, ganz alleine. Richtig, ich sage schönen guten Abend, ihr Lieben. Und alles andere vorweg ist schon gesagt. Trotzdem schicke ich noch hinterher. Ich habe die Tuberkulose. Vielleicht viele von uns anderen Kolleginnen auch. Aber es ist eine schöne Tuberkulose. 25 Jahre, habt ihr gehört, bin ich schon dabei. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin erst im Rentenalter angefangen oder in der Vorruhestand. Und das heißt, man ist nie zu alt, etwas Neues anzufangen. Ich hatte so gedacht, nach meinem beruflichen Ende, ja, das kann nicht sein, dass ich bloß zu Hause sitze. Ich bin auf mehrere Veranstaltungen gegangen, unter anderem auch auf eine Tupperparty. Und dann habe ich so im Stillen gedacht, das wäre noch was für mich. Und liebe Frauen und auch Männer, die sich den Haushalt interessieren, also mehr kann man bei Tupperware nicht lernen, wie die Familie zu verwöhnen, mit schönen Essen backen. Und das Umgehen mit der Mikrowelle habe ich auch erst bei Tupperware gelernt. Auch dazu ist man nie zu alt. Man sagt ja immer so schön, ne? Man ist alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Und den Jungen kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr für eure Hauswirtschaft was mitnehmen wollt, fangt einfach bei uns an, probiert es aus. Es wird euch Spaß machen. Und wenn es eben nichts ist für euch, dann habt ihr es wenigstens erlebt, was bei uns so los ist. Es macht immer Spaß. Ja. Ich habe mir für heute Abend so gedacht, es geht auf die Weihnachtszeit. Ja, so lange ist es ja nicht mehr. Auf den Weihnachtsmärkten gibt es auch immer Waffeln. Aber die kann man auch ganz schnell zu Hause zubereiten. Und wie ihr wisst, wir haben ja tolle Silikonformen aller Art. Gleich mal dazu was gesagt. Die Silikonformen sind leicht zu pflegen, abzuwaschen und wieder zu benutzen. Egal welche Form das ist, ob das die Waffelform ist oder eine andere, sie darf nur nicht eine Dauerleihgabe für den Backofen sein. Man muss sie dann zwischendurch auch wirklich rausnehmen. Also ein schnelles Arbeiten und auch ein sauberes Arbeiten. Und man hat gleich auch, wenn man, das sage ich meinen Kunden immer, wenn ihr euch eine kauft, Mensch, seid schlau, kauft euch gleich zwei, dann ist das Backblech gut ausgelastet und man spart Energie und auch Zeit. Und ruckzuck sind die Waffeln für die Familie fertig. Und da wir ganz viele Möglichkeiten haben, also verschiedene Waffeln zu backen, habe ich gedacht, heute erstmal einmal das Grundrezept, süße Waffeln. Und es gibt hier, ja, wenn Sie guten Kontakt haben zu Ihrer Beraterin oder zu, wenn ihr ja, Gruppenberaterin habt oder so, nicht, die haben dann noch diese Waffelbücher. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch überraschungsvielfältig Waffeln? Ich zeige es hier mal. Ganz viele schöne Rezepte drin, aber in der Gruppe, Tupper-Gruppe, gibt man sich untereinander auch solche Rezepte gerne weiter. Ich habe hier heute auch schon gehört von den Jüngeren, Veganer sind auch allerhand dabei, auch dafür gibt es herrliche Rezepte. Also, legen wir heute mal los mit dem schönen Easy Mix. Der Speedy tut es auch, für die Älteren, die den Speedy schon haben, aber man muss ich auch mal was Neues gönnen, ne? Auch als Berater. Und somit werde ich diesen jetzt hiermit einweihen. Nie einweihen, nicht, aber ich habe mein Speedy zu Hause, mit dem mache ich sonst immer alles. Aber heute zeige ich euch mal den schön. Erstens mal hat er eine schöne Messkanne, egal für Milch oder also für Flüssiges oder auch für Festes zum Abmessen, die Skalen schön drauf. Unten auch eine Rutschkante, dass es nicht wegrutscht, aber auf dem Arbeitstisch. Und dann oben die Quirls oder wie man so sagt, die dann alles schön fein zerkloppen. Hier oben haben wir nochmal eine Öffnung. Da kann man dann die Flüssigkeiten drin abmessen. Wir machen ja manchmal auch Eierlikör oder Mayonnaise selbst. Da ist eine Skala drin, da braucht man dann nicht nochmal das extra einschmutzen.
Das kann man hier gleich mit benutzen. Ja, das Zusammenbauen empfehle ich euch zu Hause zu üben, beziehungsweise macht mal in der Gruppe eine Veranstaltung und dann nehmt mal alles schön auseinander und zeigt, wie es geht. Ihr wisst ja, es muss knacken, denn es ist fest, ne? Und so geht auch hier mit dem Griff. Auch vorsichtig, diese Lamellen sind sonst schnell auch zerrupt. Immer schön gucken und dann draufsetzen. Und dann, ich setze es mal hier rein jetzt, damit wir... So. Und dann legen wir mal hier mit schon los. Ihr seht hier auf meinem Tupper-Tisch auch einige Sachen, die gerade jetzt im Angebot sind. Damit arbeiten wir dann auch gerne. Tolle Farbe, rosa, ne? Nicht nur die Jungen mögen rosa, die Alten auch. Und natürlich auch unsere Behälter hier, mit denen ich die Zutaten mitgebracht habe. Ich habe absichtlich nicht die Altgenossen genommen. Ihr wisst, die sind jetzt im Angebot. Die hat es ja jahrelang nicht gegeben. Und wer sich erinnern kann von den Älteren, wir haben auch unseren Spaß damit gemacht. Wenn man so einen kleinen Behälter sich auf den Nachttisch stellt, kann man mal so ein bisschen, wenn der Mann sich nicht rührt, ne? Kann man mal so ein bisschen wackeln und sagen, hallo, bin auch noch da, ne? Aber Spaß beiseite. Sie haben hier oben den durchsichtigen Deckel und dafür kann man dann auch sich gleich die schönen Beschriftungen bestellen. Klebt man dann oben auf und die neuen Küchen sind ja überwiegend alle mit Schiebefächer, sodass man von oben reinschauen kann, was drin ist. Und man kann sich das dann auch mit dem Namen bekleben, was da gerade drin ist. So, dann fangen wir mal an. Zwischendurch sage ich dir nochmal, wenn ich was Neues in die Hand nehme. Da haben wir das schon. Geht auseinander. So. Wir haben hier an der Seite ein Schloss, ein geschlossenes und ein offenes. Und da muss man das dann auch vernünftig reinsetzen. So, die Rosi hat aber was gemacht. Hier. Soll ich dir zur Hand gehen? Das der Vorführeffekt macht aber gar nichts. Komm mal her. Ja. Wir bauen das mal wieder zusammen. Ich gebe inzwischen schon die Eier rein. Bitte. Danke. Legen wir mal trotzdem erstmal beiseite, weil ich das jetzt befülle. So. Noch ein wichtiger Tipp. Egal, ob ich jetzt mit der Rührschüssel arbeite oder auch mit der Kanne. Ich werde jetzt drei Eier. Brauche ich für das Rezept? Nachher. Später. Das sage ich später. Aber das Ei hat eine Schale, ist ziemlich hart. Also nicht die Eier auf dem Schüsselrand verkloppen, sondern sich dann ein Messer nehmen oder auch ein Haushaltshelfer, geht wunderbar, oder auch diesen hier. Ich nehme jetzt mal das Messer und ich habe hier die Küchenperle auf dem Tisch. Auch die gibt es im Augenblick mit der Rührschüssel ja im Angebot. Und tolles Gerät. Also hat auch eine Weile nicht gegeben. Wir freuen uns, dass es wieder da ist. Und dazu die Teile, das kleine Kännchen, die Zitronenpresse und den Eiertrenner. Für die Leute, die in der Stadt ihre Eier kaufen, nicht direkt vom Bauern, ja auch ganz wichtig, weil dann kann man sich manchmal auch Ärger ersparen. Man trennt die Eier erst hier mit und dann passiert nichts Böses. Eine kleine Käsereibe haben wir auch hier drin. Bitte damit keine Muskatnuss reiben, weil das können unsere Kunststoffbehälter dann doch nicht ab. Da reibt man sich die kleinen Zacken ab. Schön. So, das mache ich im Anschluss. Und jetzt gehen die drei Eier hier rein. Die sind nämlich wirklich frisch vom Bauern. Und deswegen kann ich das mal mit gutem Gewissen so machen. So. So, dann nehme ich Zucker. Eine gute Hausfrau schüttet nicht, aber in diesem Fall habe ich das abgewogen. Aber ich kann ja trotzdem den Löffel nehmen und ja, 100 Gramm Zucker, das
ist dann etwa so die Hälfte von dem hier. Genau, auch hier eigentlich hingestellt. Auch in dieser hübschen, übrigens die hübsche Brombeer. Wir waren ja damals alle auch blau, ne? Aber das sieht doch wirklich hübsch aus. Also ich kann mich dafür auch begeistern. Und ich glaube, die jüngeren Leute sowieso, ne? So, und eine Prise Salz. Leider haben wir immer noch keine Salzstreuer. Aber unsere Gewürzzwerge tun es auch. Ne? Und die nehme ich dann auch immer mit zur Vorführung. Prise Salz. Und dann geht es schon mal los. Einmal ein bisschen durch. Ihr seht schon, dass ich doch noch mehr mit meinem Spiegel zu Hause arbeite. Ja, was haben wir denn noch hier stehen? Ich habe, wenn ich also Produkte mitnehme zur Vorführung, immer in Tupperbehältern, niemals in der Verkaufsverpackung. Einmal reizt das schon, nicht? Kundschaft kommt. Was hat sie da für ein Produkt mit? Und dann kann man das auch gleich erklären. So. Dann nehme ich jetzt die Milch dazu. Und da ist gesagt, bei diesem Rezept 200 Milliliter. Das kann ich ja hier auch abgucken, aber hier könnte man auch schön in den Topf reinkippen. Und, aber hier kippe ich mir das hier ab. Manchmal muss man ja auch ein bisschen darauf achten, dass man hinterher nicht so viel Arbeit hat, ne? Zum sauber machen. Aber solange das mit Tupperware alles so geht, ist doch schön. So. Jetzt zum Abstellen. Ja. Dann hat er doch jetzt auch seinen Sinn. Dann kann ich das so lange da reinstellen. Dann klicke ich mir nichts voll. Und 400 sind drin, 200 müssen hier rein. Ist das laut genug? Könnt ihr mich auch so verstehen? Ich frage nochmal. Du musst schön laut reden. Ich weiß es ja nicht. Ja, so, und nun tue ich auch gleich das Mehl da rein. Und mit der Waggelei, habe ich euch erzählt. Wunderbare Sache. Gut, ich habe schon heute für meinen Mann schon welche gebacken und habe gemerkt, oh, hätte ein bisschen mehr Mehl nehmen müssen, weil die doch ein bisschen dünn waren. Die zweite Lage war dann mit Löchern, Waffeln mit Löchern. Aber es macht nichts, gegessen werden die auch. Ja, ihr seht, hier kurbelt man nur, das ist Fitness in der Küche. Ich brauche hier nicht keinen Strom. Und ja, ist einfach eine Bewegung in der Küche. Da muss man nicht ins Fitnessstudio noch Geld ausgeben. Bin ich böse, die sollen auch ihr Geld verdienen, aber wir wissen das nicht. So. Das ist auch gut. Könnte noch ein bisschen rein, das ist doch ein bisschen dünn. Aber machen wir noch ein bisschen Mehl rein. Ich habe hier jetzt hier was mit. Das ist hier so eine Schaufel, ne? Und also ich denke mal, die wird es auch mal bald wieder irgendwann geben. Tolle Sache gewesen. Jawohl, danke. So, zum Geschmack werde ich jetzt hier noch ein bisschen Zitrone ausdrücken. Und flüssige Butter, also was ich noch hierzu sagen wollte, auch zu den Silikonformen. Bitte nicht einfetten mit Öl oder sonst, Öl, was sollte man noch nicht nehmen, aber am besten dann Margarine. Wo Fett drin ist, was wir jetzt ja tun, haben wir dünn gemacht in der Mikrowelle. Oder, ja. Hier am besten da. So, da ist es am Griff dran. Dann braucht man auch diese Silikonmatten nicht einfetten, denn Öl brennt ein. Und das sieht nachher nicht mehr gut aus.
Und sie zerbricht nachher auch. Ja, ich sehe gerade, die sind eigentlich schon gespült und alles gewesen, aber besser ist, man schüttelt nochmal mit kaltem Wasser nochmal rüber und schüttelt sie ein bisschen aus. Die Wackel. Dann schon wieder trocken. Ja, und dann wieder trocken, ja. Deswegen hatte ich sie eigentlich lassen wollen. Na, ist egal. Gut. Jetzt machen wir noch zur Geschmacksverstärkung ein bisschen Zitrone rein. Und deswegen ist diese Küchenperle auch so schön. Wenn man noch einen Rest drin behält, dann deckt man einen Deckel drauf, kann das in den Kühlschrank stellen. Und ja, es bekommt nichts. Nachhaltig, ne? So. Den nehmen wir jetzt mal so. Hier könnte man jetzt mit dem Trichter auch die Zitrone rein, aber wir machen es jetzt wieder einfacher, weil wir alles andere so reingehoben haben. Und eben die Zitrone noch dazu. Und dann ist es auch schon fertig. Jetzt füllen wir schön die beiden Silikonformen. Und dann in den Backofen 15 Minuten. Also die Silikonformen können Temperatur minus 25 Grad bis plus 220 Grad. Aber ist dir egal, ob ich mit meinem Ultra arbeite oder mit Silikon. Ich stelle meinen Backofen immer auf 180, also vorheizen mit 200 mindestens. Und dann koche oder brate ich weiter mit 180 Grad. Es reicht vollkommen und funktioniert immer. Also ich habe damit noch keine Pleiten erlebt. So. Dann werden wir die jetzt mal erfüllen. Ja, der Teig sieht richtig gut aus. Mal sehen, was wir da reinkriegen. Eier legen wir mal weg. An der Seite. Wenn ich dir irgendwas helfen soll, muss ich sagen. Das ist... Aha, ja, gut, dass du das ansprichst, denn ich merke gerade, etwas habe ich vergessen. Und zwar kommt der Teig besser, wenn man doch einen Teelöffel Backpulver mit reingibt. Ja, so ist es denn, ne? Auch die Ohroma kann man was vergessen. Und ihr seht, die Rosi traut sich auch in ihrem hohen Alter. Ich darf jetzt einfach mal verraten, ne? Ja. Du bist ja nun schon über 80. Ist sie eine hervorragende Tupperfee. Sie gehört zu den 500 Besten mit in Deutschland, was den Verkauf anbelangt. Und ihre Kunden sind von ganz jung bis ganz alt in ganz Raum Güstrow verteilt. Ja, ne? Nicht nur. Nicht nur. Vorkommen, Röbel, Lehmplatte. Und natürlich, wenn man Verwandtschaft und Freundschaft hat, auch in anderen Gebieten, da ist man Mode, ne? Aber gerne, gerne. Ja. Ne? Rosi gibt ganz vielen jungen Partymanagern auch die Möglichkeit, selber Teammanager zu werden, weil sie sagt immer, Mädels, ihr müsst dran denken, ich bin auch nicht mehr ewig da. Ihr müsst jetzt euer Team anfangen aufzubauen und gibt ganz viel Unterstützung und ganz viel Hilfe. So auch von der Wikis Tupperstube soll ich dir ganz viele Grüße bestellen. Aha. Genau, das ist die Maria, die ist gerade im Babyurlaub, die dann wieder aktiv wird, wenn das Baby etwas aus dem Gröbsten heraus ist. Genauso wie in ihr Team die Janine und die Anja gehört und die Sandra, die sie im letzten Jahr gefördert hat. Oder hast du die in diesem Jahr gefördert? Alle? In die alle im letzten Jahr, ne? In diesem Jahr. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Seht ihr? Also gleich vier Leute mit einem Mal. Dadurch ist meine Gruppe natürlich kleiner geworden, macht aber gar nichts. Ich freue mich, dass die Jungen sich trauen. Und ja, erst auch nicht, nein, nicht. Aber ganz ehrlich, wenn sie erst dabei sind, dann merken sie, es macht doch Spaß. Wir machen natürlich unsere Geselligkeiten immer noch alle zusammen. Und ich habe auch jetzt zu Weihnachten wieder, wo man Kegelnachmittag organisiert. Das heißt, wir treffen uns auch mit denen, die ich gefördert habe.
sodass immer der Kontakt bleibt und einer vom anderen lernt. Das ist wichtig. Das ist auch so, auch auf der Tupper-Party, ne? Da sind viele Kunden, die wunderbar backen und kochen können. Und wenn die untereinander schwätzen, dann nimmt man auch immer Ideen mit. Ne? Ja, also, und das kostet uns doch kein Geld. Wir nehmen es nur mit. Alles schön. Ja, geht mal. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich angefangen bin, dass mir das mal so lange begleiten wird hier, dieses Geschäft. Aber es ist einfach schön. Gott sei Dank sieht meine Kundschaft das auch so. Aber wie gesagt, man muss auch aufpassen und sagen, sie immer, ja, ich kann nicht so reden wie du. Ich konnte vorher auch nicht so reden. Nö, das wächst mit ein. Ja, den Rest jetzt drin haben. Genau. Sehr gut macht sich auch die einfache Palette. Aber ich habe jetzt mal diese beiden Topschaber mitgenommen. Die sind im Augenblick noch im Angebot, Leute. Also schöne Nikolausgeschenke und schöne Weihnachtsgeschenke. Oder auch mal so, wenn man zur Freundin geht, eine kleine Blume dran gebunden. Also ich finde, was Besseres kann es gar nicht geben, ne? Die Tupperware-Geschenke. Ansonsten ist genau die Kelle zweimal voll. Immer eine Waffel, sodass ihr da gar nicht viel überlegen müsst. Und die ist für Rechts- und für Linkshänder geeignet, sodass man sie auch wirklich gut benutzen kann. Für nicht nur unsere Backsachen, sondern natürlich auch für Soße, für Gemüse oder für andere Dinge, die ich jetzt beim Essen vorbereitet habe. Rosi, das sieht gut aus. Das stellen wir jetzt in den Ofen. Ja, und denkt immer dran, auf einem festen Untergrund die Silikonform, egal ob das jetzt Waffel ist. Nicht rein. Doch, da rein. Doch, die gehen ja alle nachher über. Nein, die gehen nicht über. So, also, schaut mal. So sieht es jetzt aus. Das heißt, wir haben gleich 8 Waffeln mit einem Mal fertig. Die brauchen jetzt 15 bis 20 Minuten im Backofen und da schieben wir sie jetzt rein. Jawohl, danke dir. Ja, wenn die dann nachher fertig sind, wir haben ja auch schon, ja, wir warten noch einen Augenblick, aber inzwischen nehme ich auch gern noch hier die Handschuhe in die Hand, weil ganz ehrlich, sie sind ja vom Preis ganz schön aktiv. Aber wenn ich eine Tupperparty mache oder eine Gastgeberin begeistern kann, ne, und wir kriegen über 350 Euro rum, dann sage ich mir gleich so, und wenn du jetzt dafür den halben Preis nur ausgeben brauchst, dann nimmst du die doch, weil die braucht man. Egal, wenn man im Backofen reingeht, ob man jetzt die Ultraform rausholen möchte oder etwas anderes oder unsere neuen Töpfe jetzt, die man ja auch im Backofen stellen kann, sind diese Handschuhe nur, ja, klasse. Nicht? Letztendlich kann man sie auch nochmal als Topfuntersetzer nehmen. Die sengen nicht an. Also, schöne Sache. Auch die Farbe gefällt mir. Ich habe sie auch noch mal in Blau. So, was haben wir denn hier noch, was wir noch zeigen könnten? Rucki-Zucki. Rucki-Zucki ist eigentlich für Mehl gedacht. Ich habe einen immer mit Mehl befüllt stehen, allerdings auf dem Kopf, damit nicht gleich, wenn ich es hochnehme, ne? Und aufmache, mir das Mehl entgegenkommt, sondern immer auf den Kopf hingestellt und wenn ich den aufmache, kann ich loslegen. Schöne Gymnastik für die Finger und hat auch eine Skala dran, kann ich Puderzucker, Kakao, also zum Dekorieren, aber auch zum Backen, wenn ich Topfkuchen backe oder so gesiebtes Mehl, wird der Kuchen immer lockerer. Dann, ich habe jetzt noch den blauen, weil als ich den ersten roten mir angeschafft habe, dann ist der gleich schon zum Verkauf weggegangen. Naja, gut, habe ich gedacht, ich habe ja noch einen blauen. Wenn die nachher fertig sind, dann kann man ruckzuck, hier habe ich jetzt Puderzucker drin und auch hier gibt es schöne Aufkleber, da macht man, damit nicht verwechselt wird, kann man sich hier einen Aufkleber drauf machen und ja. So, die ersten sind fertig. Nein, Rosi hat für euch schon zu Hause vorbereitet, damit ihr jetzt schon mal seht, wie sie fertig aussehen nachher. Ja, schaut mal. Und sie sehen viel besser aus wie die gekauften. Sie sind nicht so weich und wappelig, sondern sie sind richtig gut. Und wenn du da jetzt das Puderzucker einfach mal drauf machst. So. Gerade erklärt, ne? Ich habe auch noch Marmelade mitgebracht. Man kann aber auch ein bisschen Früchte oder sowas. Aber wir haben auch
Das Rezept, das gibt es doch nochmal. Das Rezept kriegt ihr hier hineingestellt, ja. Das ist schon in Arbeit. Und ich gebe euch dann, wenn ihr das Buch nicht habt, auch gerne noch die anderen Rezepte. Das sind so schöne für Herzapfel und für Schokoladenwaffeln und alles Mögliche. Du hast noch Sahne mitgebracht. Was wolltest du denn damit machen? Ja, wollte ich auch schlagen und zwar hier drin. Das heißt, jetzt sind wir mal ganz clever. Den Teig, den essen wir später. Das kann man dann so als Leckerli nehmen. Ich habe ja noch eine. Ihr habt ja eine Kombination. Wer genau jetzt die Produkte der Kombi Plus Serie sich angeschaut hat, der weiß, dass es auch diesen Mixbecher in der schönen Beerefarbe gibt. Genau. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann seht ihr, der hat die gleiche Größe. Das heißt, wir waschen jetzt nur fix den Deckel ab und dann werden wir mit unserem Easy Mix ganz fix halt auch noch Sahne schlagen, denn Waffeln ohne Sahne schmeckt, aber schmeckt natürlich mit Sahne noch ein bisschen leckerer. Ihr könnt auch noch Eis dazu wählen oder was könnte man noch? Heiße Kirschen. Ne? Das ist ja auch so ein leckeres Rezept, was man machen kann. Also, Rosi spült gerade einmal den Easy Mix Deckel ab. Dann wird er hier hineingesetzt und hier mit dem Deckel seht ihr auch, dass man die Kombination wählen kann zur Küchenperle, sodass man direkt hier auch die Aufsätze der Küchenperle in den Deckel geben kann, sodass auch hier direkt hineingearbeitet werden kann. Ihr habt weniger Abwasch, ihr habt weniger, was nachher schmutzig ist und so hat man auch die Möglichkeit, das ganz prima auch beim Backen so zu verwenden. So, Rosi holt schon mal die Sahne, weil die haben wir im Kühlschrank natürlich gelagert. Und die kommt jetzt hier rein. Jawohl. Und auch hier, dieser Behälter lässt sich wunderbar mit einsetzen, wenn ich etwas Flüssiges mit alles? Auf die Vorführung nehme. Die Hälfte. Oh, mach durch alles rein. Das musst du aber zu Hause dann essen. Ja, oder isst dir ganz viel Sahne? Gut, dann nimmst du die Zwiebel zu Hause. Soll der Geiz. Genau, das sind jetzt, wie viel Milliliter? 330 Milliliter. Machst du gar keinen Vanillezucker da dran? Nee, ich mache gar keinen Zucker dran. Und wenn, dann hätte ich da einen Löffel. Aber ganz ehrlich, wenn der Kuchen schon so süß ist, ne? Und auch die Früchte. Ich habe hier noch süße Erdbeermarmelade mitgebracht, selbstgemachte. Dann ist das andere, das nicht so. Ach so, okay, gut. Genau, jetzt einmal die Gangschaltung zurück. Ist ja flüssig und fest, sodass ihr auf der ersten Stufe gut arbeiten könnt. Und aber aufpassen, nicht zu viel Muskelsport, weil was wird ganz schnell ansonsten aus unserer Sahne? Butter. Butter! Das kann gerne mal auf einer Pupperparty ausprobiert werden. Denn so eine geschüttelte Kräuterbutter oder gerührte Kräuterbutter ist natürlich auch immer ein tolles Erlebnis, was man live gesehen haben muss. So, sehr schön. Ich mache ein bisschen Küchenpapier hier. Machen wir ein bisschen den Tisch sauber, ne? Machen wir hinterher. Na, Gott sei Dank genügend Platz hier. So. Ist schon gut. Nö, ein bisschen noch. Aber nicht zu viel. Ja, dann gucken wir lieber noch mal rein. Na gut, bisschen zwei Schläge. Okay, so, jetzt sieht das ganz prima aus. Das heißt, wir haben eine schöne Sahne zu unseren Waffeln dabei. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Wir gehen jetzt mal Richtung Herd. Ja, sieht schon gut aus. So, wartet mal, ich nehme euch mit. Alle hopp. Wir laufen jetzt mal hier durch unser Meeting Center durch. Hoho. Das ist übrigens in Bützow, wo wir heute aufzeichnen, in unserer Küche. So, wartet mal, guckt mal, ich nehme euch hier mit runter. Da sind sie drinne. Ich mache den jetzt nicht auf. Ups, es wurde schon gemeckert vom Gerät. Ich hole euch jetzt zurück, zur Rosi zurück. Das will er natürlich nicht, dass man mit ihm hier umherläuft. So, Rosi räumt ein bisschen auf. Wir decken den Tisch, weil die Waffeln sind gleich fertig und dann holen wir sie hierher und stürzen. Denn, schaut mal,
So sind sie ja abgekühlt fertig. Da könnt ihr unsere Brotbüchsen wählen. Schaut mal, wir haben ja so verschiedene. Und da wir ja hier sind, habt ihr die Möglichkeit, hier in unsere Lunchbox mindestens diese 8 Stück auch einzutuppern und mitzunehmen. Das heißt, hier ist ja noch ein Teiler drin, den nehmt ihr raus und dann passt das schon mal ganz gut. So, ja gut, dann bleibt uns erstmal nichts weiter übrig, als ein bisschen Platz zu machen, dass wir euch die Waffeln auch präsentieren können. Die sind gleich fertig. Schon mal eine Unterlage, wo wir nachher schön drauf stürzen können, Rosi. Ja. Wir brauchen die Handschuhe auf alle Fälle. So, ein bisschen Platz. So, kann dich keiner sehen sonst. Muss dich einmal hier vor die Kamera setzen. Ja. So, genau, ich hole gleich die Waffeln raus aus dem Ofen. Und dann gucken wir mal, wie toll die aussehen. Zu unseren Backsachen gibt es natürlich auch noch ganz tolle andere Sachen, wie zum Beispiel unseren Backpinsel, den ihr gut verwenden könnt, oder unseren Deko-Pen. Denn wer gerne dekorativ auf dem Teller mit Schokolade oder mit bisschen Balsamico-Creme schreiben möchte und das nicht so gut mit einem Stift hinkriegt, der kann sich den Deko-Pen nehmen. Und dann kann man damit auch auf dem Teller richtig schick dekorieren. Probiert es mal aus. Ich habe gesehen, die Jennifer Haubold hatte so ein ganz cooles Weihnachtsrezept, was auf alle Fälle nachahmenswert ist, nämlich mit Salzstangen und Schokolade gespritzt. Die hat Weihnachtsbäumchen damit gemacht und dann die Schokolade erkalten lassen. Ist eine witzige Geschichte gewesen. Googelt das mal oder probiert es selbst mal aus. Und schickt uns mal euer Foto davon. Ich fand es eine schöne Idee. Und jetzt bin ich aber gleich einmal wieder da bei euch. So. Ja, als Ältere kann man sich ja schon den Gehilfe leisten. Ne? So. Ich kann gar nicht gucken durch meine Brille. Schaut mal, so sehen unsere Waffeln aus. Die sehen schon richtig gut aus. Und ich hätte gedacht, dass die übergehen. Ne? Also, nee. Schon mal. Deswegen, schön. Immer wenn ihr etwas vorführt, probiert es zu Hause aus, damit ihr wisst, wie es nachher läuft. So. Ich muss aber zugeben, auch hier jetzt vor der Kamera, das mache ich auch das erste Mal. Nicht? Ich ist meine, auch ich nicht schlimm. Ich habe auch zwar schon mal mit der Thermokammer zu Hause was gemacht, mit Danka zusammen. Also da muss ich auch meine Frauen loben in der Gruppe. Die helfen der Oma immer bei diesen technischen Sachen hier, ne? Genau, weil ihr findet Rosi auch nicht bei Facebook. Also wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie gerne an uns als Bezirkshandlung. Wir leiten das weiter. Aber trotz ihres Alters hat Rosi es verstanden, mit ihrem Team den Herausforderungen zu trotzen, der Corona-Zeit zu trotzen. Ihr Servicetag ist legendär. Jede Woche einen Tag, wo ihr die Rosi zu Hause antrefft. Und wenn ihr aus dem Raum wo kommst du her, Rosi? Aus Hoppenrade. Zwischen Güstrow, ne? Und Hoppenrade, ne? Genau, also dieser Ort, den Hoppenrade, merkt euch. Jawohl. Aber davon gibt es 3. Achso, na das bei Güstrow meine ich. Ja. So, jetzt muss ich einmal ran. Ich habe jetzt genug gewartet, aber die sind so heiß, die mag ich halt nicht mit Händen anfassen. So, schub's mal weg. Könnt ihr mich sehen? Mich nicht, aber das Blech. So. Eigentlich soll man sie 3 Minuten noch mal stehen lassen in der Form und dann lassen sich wunderbar raus. Aber das geht die auch sehen schon so, ne? So gut aus. Guckt mal, könnt ihr das gut sehen? Hier, weiß ich gar nicht, ne? Ja, guckt mal da. Ne?
Die dampfen. Die dampfen. Genau, dann nehmen wir gleich das andere noch runter. Ja. Lassen sie ein bisschen auskühlen. Hallihopp. Ich kann das auch so anfassen. Das ist nämlich so heiß. Die kippe ich weg. Genau. So. Schön sauber, die werden nur noch in Fettwasser wieder abgespült und schon ist man fertig damit. Man kann sie zusammenrollen und zum Verwahren nehmen sie auch nicht viel Platz weg. Und so, wo kommen noch mal? So, wenn sie ausgekühlt sind, werden sie uns gut schmecken, ihr Lieben. Ihr kriegt das Foto und das Rezept ist schon drin. Geht nicht rüber. Kommt nachher noch im Laufe des Abends zu euch. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und sag auf Wiedersehen und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt 3, 2, 1 und wieder sind wir live aus der Bezirkshandlung Rostock-Neubrandenburg. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.